ganz richtig. Was? Du glaubst nicht an Vampire? Niemals. Ja, dann sperr mal auf deine Horchlatte. Ja. Komm, ich sing euch mal ein. Es war mit der Nacht, ich ging spazieren. Da bemerkte ich, ein finsterer Mann mit einem großen Hut verfolgte mich. Und dann sprach er mich an, schmatzend und mit knirschenden Zähnen. Würdest du nur mal so freundlich sein und ihre Blutgruppe mal erwähnen? Ich dachte mir, das ist ein Vampir, da muss man vorsichtig sein. Und ich sagte, oh Moment, ich schau mal eben in meinen Ausweis rein. Null Resus, negativ, da bezog er sein Gesicht und meinte, so ein Mist ausgerechnet, diese Sorte vertrage ich nicht. Ja, aua, aua! Sag mal, Dracula! Sag, bist du es wirklich? Ich dachte, du wirst nur eine Sage. Mal schon, du siehst etwas blass aus. Magst du heute noch kein Kägelchen machen? Nein, keine Panik, keine Panik. Also ich bin, mir ist du ein bisschen duselig. Ne? Aber schön, dass ich dich mal treffe hier, Draco. Irgendwie klingst du anders. So wie so eine... Ich weiß nicht, wie kommt aus den Siebenbürgen hier so ein Typ hier, Mensch, wie hieß der gleich? Nein, komm mal drauf. Es war nicht der Peter Lustig. Es war nicht der Peter Lustig. Ich habe die Wanderlasse getroffen, mein Freund. Ja, wo ist die denn? Deine Sorge. Ich habe ihn aufgesaugt, ganz kräftig. Und deswegen habe ich jetzt auch ein bisschen Rockerblut in mir. Der Slang kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, und das ist nicht der von Peter Lustig, wie gesagt. Ja, da hast du recht. Das muss doch die alte Wanderlasse gewesen sein, die dich getroffen hat. Ein Wahnsinn-Tier. Hast du so vor mir gewesen? Ein Wahnsinn-Tier, ja. Ich bin auch ein bisschen gespannt. So, also denn, lass uns einfach hier, also ich bin ja hier engagiert worden vom FCK, um den ganzen Saal hier mal einen hier so richtig abzuschmirren. Alter, ich versuche mein Bestes. Okay, am besten, du fängst an. Ich fange einfach mal an. Ich denke, ich brauche das Take Time on Pride. Wir singen hier beim Fasching das letzte Lied vom Rauschwitz. Bin auch nur ein kleiner Erdling. Auf den jeder gern mal drauf ist. Doch das Du sind wir spitze. Und der Sound klingt noch genauso. Wenn du stehst und ich hier sitze, bist du gar nicht mehr so sinnfloh. Ja, wenn ich steh und alle, die gekommen sind, mich übersehen, ist nicht gerade schön. Und wenn wir sehen, dass alle, die gekommen sind, uns übersehen, ist die Sache schön. Es ist viel gesehen, wenn wir noch locker sein, dass ihr uns erhört. Wir hauen einen rein. Von hier nach Dachmüll, kommt mit auf den Fahnen, tragen wir schon die Fahne. Rechts den allerletzten Flug, wo die letzten Tage. Alle, die gekommen sind.
voll aufdrehen. Yeah.